perfekt. Bis 14 Uhr trage ich jetzt diesen wunderschönen Hut. Ach du Scheiße. Oh nein, der drückt auch am Kopf. Oh nicht. Und wenn ihr gutes Karma bekommt, bekommt ihr mehr Münzen pro Minute. Und wenn ihr schlechtes Karma bekommt, ihr weniger Münzen pro Minute. Und jetzt bin ich komplett außer Fassung gebracht, weil da schreibt gerade Sofamone Hallo und Sofamone ist nicht irgendwer. Sofamone ist meine Mama und meine Mama sieht mich jetzt hier mit dem Mickey Maus Ohrenhut. Ist ein bisschen unangenehm. Hallo Sofamone, herzlich willkommen. Wie geht's, wie steht's? Küssen, sie werden dir dankbar sein, Tiny und Cobradora. Denn du hast eine Niete gezogen. Du hast die Wahrscheinlichkeiten für alle anderen erhöht, ein gutes Los zu ziehen. Auch hier. Gehen wir mal schön auf Krankenbetten. Was war das? No, God, please, no! 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 Ach, Sound Alert. Alter. Ich wusste gerade nicht, wo das herkommt. Ich konnte es dann irgendwann zuordnen, dass es The Office ist. Dass es Steve Carell ist. Aber ich habe die Sound Alerts ja noch relativ neu an und ich habe das gar nicht gecheckt. Lox, danke dafür. Sorry, dass du nichts gewonnen hast. Keine Keulen, keine Keulen, keine Keulen. Danke, Express. Coils of Power. Oh nein, Error Connect. Feuertaufe. Verstehe. Okay, C oder D ist am sinnvollsten. Das stimmt. Ich hätte C gesagt. Ich hoffe jetzt, dank euch, gewinnen wir jetzt die Million. Was ist denn das jetzt hier? Haben wir zu lange überlegt oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin mit dem Internet verbunden, sonst würdet ihr mich ja auch nicht sehen. Das ist ja der Beweis. Okay, Handy weg. Wir müssen reden. Das ist ein wahnsinnig stolzer Haufen für so einen Vogel. Okay, er hat auch große Schwingen, der Vogel, aber für die Körpergröße. So ein Haufen, allgemein, ein Vogel, der einen Haufen macht. Respekt. Den Vogel möchte ich kennenlernen. Aber ansonsten den fliegenden Pfannkuchen hier sogar mit zerlaufender Butter drauf. Mua. Wunderbar. Und hat einen Antennenschwanz. Passt da mal zu auf dem Handy. Ein Mischwesen. Die Zunge, das mit der Zunge ist echt am geilsten von euch beiden. Sehr schöne Bilder. Das Bild, das sehe ich eigentlich auch als Mörder. Sie kann weiter murmeln, aber da geht sie direkt in den Würfel rein. Blaubarsch, das musst du doch sehen. Blaubarsch. Mann, da war doch ein Würfel mitten auf der Strecke. Und jetzt kommen alle anderen an. Ich sag's dir, jetzt kommen alle im Turbo vorbeigeschossen. Wir gehen in die Zeitlupe. Cobradora und Purzi kämpfen um den Sieg. Einer von euch beiden wird's werden. Und damit ein Hallo an den Gewinner. Cobradora überholt Purzi noch. Hier deckt das kleine Mini-Hindernis, kannst irgendwas machen? Nein. Ihr seht, die rollen alle zugleich rein. Oben seht ihr gleich, wie es ausgegangen ist. Aber ich glaube, Cobradora hat das Ding gewonnen. Und da kommt Blaubarsch erst. Blaubarsch, warst du nicht auf 1? Was hast du denn gemacht? Wolltest du nicht? Was ist da los? Blaubarsch? 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 Blaubarsch. Cobradora. Ja, lass uns darüber nicht reden. Wenn ich drüber nachdenke, dann wird es auch, das ist halt, glaube ich, ganz viel auch Kopfsache. Deswegen versuche ich das einfach wegzuschieben und gucke auch gar nicht so viel auf die Zeit. Sondern hier wird einfach gespielt und Spaß gehabt. Blaubarsch bleibt nicht hängen. Das Gaming-Sofa auch nicht. Da überholen sie beide synchron. Cobradora, Blaubarsch. Oh, Blaubarsch! Hast du das gesehen? Das habe ich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Oh, fuck. Du bist am Ziel vorbeigeflogen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Oh, nein. Das tut mir echt leid, aber ich finde es gleichzeitig auch sehr lustig. Sorry. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die anderen Plätze ausgegangen sind. Ich wollte sagen, oh, ein blauer Schütze noch zweite und dann, oh nee, sie fliegt. Nein, ich bin auch noch der Schütze. Oh Mann, Lox, jetzt bin ich einmal auf der Seite. Ach Mann. Scheiße. Aber dann muss ich wenigstens nicht auf mein Aim schieben, wenn ich keinen treffe. Zoom in, ja, weil ich auch das Scrollrad noch finde. Ey, es können alle durchlaufen, weil ich krieg das nicht hin. Rechtsklick, ah. Okay. Ja! Ja, die vorne sind. Ja, ja, du, der da stehen bleibt. Ich muss nachladen anscheinend. Nee, doch nicht.
Scheiße hier mit der... Wie? Ey, die hätten wirklich fast einfach nur durchlaufen. Bin so lahm gerade damit. Ja! Also warte, ist Espresso da? Espresso ist da. Espresso, das sind meine Haare. Bitte. Der absolute Ladenhüter im Kostümverleih. Eine So-und-So-Maske. Gurkenmaske. Stimmt jetzt ab. Oh, Clydesdale auch. Wer weiß denn sowas? So, jetzt sind wir alle in einer Reihe. Jetzt wird's komplett lucky und random. Wie? Herbstlich ist deine letzte. Du hast als einzige jetzt die Chance. Komm, haus raus. Boah, das wären jetzt meine Fragen. Louis, das stimmt. Machst du nächste Runde einfach mit? Ich glaube, Antwort ist nur Girls Trip. Gar keine. Oh, und Herbstlich ist an alle drei gesagt. Alle sterben, Plot Twist. Ja, so ist es. Das hatte ich noch nie. Das ist noch nie passiert. Wir haben alle verkackt. Die schlechteste Raterunde aller Zeiten. Heftig. Da sehen wir sie nochmal alle. Oh Mann, das war eine harte Runde. Hätte ich nicht gedacht, dass gar keiner gewinnt. Also ihr könnt jetzt alles, was euch irgendwie einfällt, reinhauen. Und damit kann nämlich Tiny dann auch arbeiten. Weil die kann jetzt immer nach und nach Sätze reinhauen. Und eventuell unsere Antworten auch nehmen. Also nehmt, was euch einfällt. Wow, wer war das? Gunpoint, das ist nicht dein Ernst. Heftig. Alter, Gumpoy. Ich habe nicht mal den passenden Sound dafür. Ich bin komplett... Mir fällt nichts ein. Ich bin sprachlos. Alter, Gumpoy, ey. So, it's a terrifying angst. Oh, meine Haare hinten sehen aus von dem Hut. Oh Gott. Ich muss mal morgen früh aber ordentlich machen. So kann ich... Jetzt durch die Nacht kann man so streamen, aber morgen Vormittag, das geht ja nicht. Was sollen denn die Menschen denken? Schnell wieder klein damit, das geht ja gar nicht. So, it's a terrifying angst, a tall natural, it's a beast. Tiny, Waschbär, Herbstliches. Ihr habt's erraten. Wie gut ich zeichnen kann. Mega. Geil. In diesen 3 Tagen war ich so fertig, da habe ich beschlossen. Oh, Entschuldigung. Oh, jetzt kommt der erste. Ach, 18 Stunden, erst ist tief. Krass. Ich habe früher es befürchtet. 18 Stunden, ist Bergfest, Leute. Halbzeit. Ich merke das bei mir selber, wie ich den Großteil der Spiele auch nicht darauf spiele, jetzt das beste Ergebnis zu erzielen, sondern wie ich da rangehe, mit meinem Wissen, mit meinem Gefühl. Ich habe immer den Anspruch, ey, ich will das gut machen, aber es soll auch Spaß machen und es soll unterhaltsam sein. So eine Mischung daraus. Und das muss man manchmal ein bisschen deutlich machen. Weil dann echt, gerade wenn so fremde Leute in den Chat kommen, die dann im Stream sagen, hä, bist du doof, das geht doch so ganz einfach oder da kann man das und das machen. Und das ist dann in dem Moment gar nicht wichtig. Und da finde ich das gut, was du sagst, Herr Biologie, den Leuten deutlich machen, wie man selber das Spiel spielt. Dass es darum in erster Linie geht. Und es geht nicht darum, ey, jetzt könnt ihr hier einen E-Sportler zugucken. Die Streamer gibt's auch und da findet man ja dann auch sein Content, was super ist. Aber... Manche Zuschauer müssen dann halt auch verstehen, dass nicht jeder so ist. Sondern es gibt quasi für alle, jede Nische gibt es irgendwie was. Der Bademeister freut sich, kommt von der Toilette und sein Inventar ist kaputt gehauen. Wer Bademeister auf Rust wird, ist halt auch selbst schuld. Der muss, das ist Berufsrisiko, Lari. Wer hier auf der Insel Bademeister wird, der weiß, eine der größten Berufsrisiken ist, wenn man nicht selber mit der Keule einen über den Kopf kriegt, dass zumindest die Fässer in seinem Büro zerstört werden. Moin ihr, habt ihr auch so gut geschlafen? Oh, Henry, und wie? Mega gut. Oh, nee, nicht, aber ich bin überraschend fit. Ich habe mein Tief vor 2 Stunden überwunden. Ich habe mega Angst vor dem nächsten Tief, weil ich glaube, das wird mir sehr ins Gesicht klatschen. Aber aktuell alles gut. Hast du denn gut geschlafen? Bei dir alles schön. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert. Ich will das irgendwie mal zum Einsatz bringen. Müssen wir noch ein paar Sachen einfallen, wofür man das nehmen kann. Im Zweifel machen wir einfach diesen hier. Und? Wie geht's euch so? Alles klar? Hey. Ich mache mal eine zweite Cam, damit ich mittendrin während des Streams mit der Cam spielen kann. Ja, und dann bin ich da lang gegangen und dann habe ich gesagt, wie geht's? Und dann kam sie und ich, gut, lassen wir das. Wollte ich einmal kurz zeigen. Nach wie vor mein Hauptzockerrechner, aber der Streamingrechner ist krass. Oh, jetzt bin ich nicht mehr konzentriert. Warum unterhalte ich mich denn jetzt hier? Das lief doch so gut, als ich hier geschwiegen habe. Oh, jetzt bin ich gleich aufgedreht. Das ist auch die Übermüdigkeit. Ne? Ich bin sonst nicht ganz so anstrengend, hoffe ich. Vielleicht aber auch doch, das können die anderen sein. Was wollte ich sagen?
Komm, und nicht zum Erzählen. Ne? Für mich wirst du immer ein Prinz sein. Ach, jetzt habe ich auch Gänsehaut, Cobradora. Oh, Papa ist da. Unangenehm. Das war gerade ein bisschen romantisch. Ode. Mit Erdbeeren. Da schmeckt der Pudding gleich noch viel besser. Easy. Glückwunsch, danke. Hi, GG. Es haben mehrere Leute im Chat geschrieben, lass mach in Ruhe, lass dir Zeit. Da habe ich geduscht für immer. Das ist meine Zeit, die ich brauche. Jetzt bin ich aber auch sowas von fit. Fühl mich wie neu geboren. Kennt ihr das von früher oder vielleicht auch noch von heute, wenn ihr so auf eine LAN-Party gegangen seid oder geht, dass man sich irgendwann so richtig eklig fühlt, so vom eigenen Körper? Das hatte ich. Aber jetzt ist wundervoll. Nee, vielleicht habe ich auch gedacht, warum hast du nicht gesagt, ey, Obergrenze ist 24? Warum? Das habe ich mich heute Nacht schon gefragt. So! Wie schnell das jetzt kippt! Weiter geht's! 5 Punkte für Blaubarsch. Hab auch einen Drop. Was habt ihr denn bekommen? Was wird hier gedroppt? Ich will auch was gedroppt kriegen. Gib mir mal einen Drops. 8 Punkte. Den habe ich gerade nicht wirklich gesagt. 8 Punkte für Seki. Genau. Serafina, schreib's nochmal, das ist die neue Map. Stimmt, heute Morgen waren wir ja eine kleinere Runde. Sind vielleicht einige dabei, die heute Morgen nicht dabei waren. Diese Map habe ich heute Nacht gemeinsam mit Herr Biologie. Wo mir gerade einfällt, wo ist eigentlich Herr Biologie, Serafina? Ist der eingepennt? Ich kann mich erinnern, dass Herr Biologie meinte, er zieht den ganzen Tag mit durch. Hat auch mit mir gemeinsam dich heute Morgen verabschiedet, Serafina. Ich glaube, der ist eingepennt. Ja, hier auf dem Kanal wird eigentlich nie Fortnite gespielt. Das ist heute nur mal im Rahmen des 36-Stunden-Streams. Weil ich irgendwie mal was Ruhiges brauchte. Ja, ist unten. Ist weiß. Ist da. Ja, geil. Puh, geschafft. Hier ist erstmal ein Tor. Oh, Pfosten. Gibt's hier wohl nicht. Ja, komm, mach besser, da liegt noch einer. Hier, bitte. Ah, Mist. Gut in den Winkel. Muss man ihm lassen. Buban. Alter, 3 Leute mit dem Gedanken, oder was? Die Bubane. Krass, ey. Kuse, Expresso und Cobradora. Ja, sie hat Boobs. Das ist eine richtig gute Antwort. Oh! Stark, Cobradora. Ja, ja, ja. Es ist der Quiplash. Das war so klar. Das war einfach so klar. Ich hätte aber auch Gunpoll zugetraut. Ich wusste, du oder Gunpoll die Antwort. Oh Gott, ich musste gerade so dreckig lachen wegen der Maria-Sache. Aber wer sind denn die Girls, die sie befreien? Girls gleich Boobs? Okay, Cobradora stellt sich die gleiche Frage. Wirklich? Nein, ihr schreibt das alle rein. Was ist das? Das ist ein Ding, das weiß man? Nennt man das so, die Girls befreien? Jetzt mal ohne Scheiß, jetzt wirklich mal jetzt ohne Verarsche. Mit dem wissen ich was. Was ein anderes kommen? Ja, Gampo, ich hab's einfach so genommen. Aber ist es ein Ding? Das benutze ich ab jetzt. Ey, kannst du die Girls befreien? Oh Gott. Stimmt auf euren Geräten ab. Louis Clouis, warum reden wir so nicht miteinander? Ich muss erstmal gucken, ob die Girls frei sind. Lang nicht gesehen, die Girls. So, jetzt gehen wir wieder, konzentrieren wir uns mal. Der beste Satz, den man sagen kann, während einem eine einzelne Träne herunterläuft. Ich bin völlig überwältigt. Mach das Bild weg, sonst träume ich schlecht. Ja, warte, Espresso, mach ich. So, ich hoffe, jetzt ist besser, jetzt träumst du gut, jetzt ist hoffentlich alles gut. Na? So.